Die internationale Solidarität! Liebe Freundinnen, liebe Genossinnen, schon wieder stehen wir hier, weil der türkische Staat seine Bomben über den kurdischen Gebieten abwirft. Am Dienstagabend hat die NATO-Armee der Türkei zeitgleich in Şengal, Mahmur und die Region Derik in Rojava mit Kampfjets bombardiert. Die massive Angriffswelle folgt auf die gescheiterte Erstürmung des Sina-Gefängnisses durch den IS am 20. Januar in Hersekel. Die Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien hat erklärt, dass der IS-Angriff auf einer gemeinsamen Planung mit dem türkischen Staat beruhe. Schon wieder schlägt uns das dröhnende Schweigen der Europäischen Union und Deutschlands entgegen. Seit Jahren verursacht die Türkei zusammen mit ihrer Söldnerarmee, unter anderem bestehend aus IS-Anhängern, durch militärische Angriffe, Umweltzerstörung und Umsiedlung Rojava und die kurdische Bewegung zu zerschlagen. Aber warum lassen die europäischen Staaten Erdogan seinen Krieg gegen die Kurdinnen führen? Sie verfolgen, verhaften und bombardieren. Zum einen sind es die engen Handelsbeziehungen zwischen EU-Staaten und der Türkei. Jährlich importiert die Türkei Waren in Milliardenhöhe aus Deutschland. Darüber hinaus versorgt Deutschland die Türkei mit Kriegsgerät aller Art. Bis hin zu den Isolationshaft-Gefängniszellen, in denen viele der unzähligen politischen Gefangenen sitzen. Weiter hat die EU in der Türkei ein großes geostrategisches Interesse. Im Namen der Repression gegen Migration, ja, des Krieges gegen Migrantinnen, setzt sie auf Erdogan als Wachhund an der EU-Außengrenze. Die EU-Staaten haben einen Hauptfeind. Und das sind Migrantinnen. Im Kampf gegen sie sind alle Mittel erlaubt. Am besten solche, die diesen Kampf externalisieren und damit man als europäische Länder nicht direkt verantwortlich ist und von dieser Verdrängung nichts mitbekommt. Dazu gehören nicht nur eine tödliche Grenze im Mittelmeer, überfüllte Camps wie in Griechenland, Folterlager wie in Libyen, sondern auch die Kooperation mit dem Regime der AKP-MHP. Aber der Grund ist auch ein anderer. Europa ist das freie, basisdemokratische, feministische, ökologische, internationalistische Rojava selbst ein rotes Tuch. Denn Rojava ist ein Projekt jenseits der Alternativlosigkeit des Bestehenden und damit gefährlich. Rojava ist basisdemokratisch organisiert. Nach den Prinzipien der Autonomie und Egalität in einer Welt, in der Demokratien nur bedingt verwirklicht sind, stets mit der Verwertung und Konkurrenzlogik des Kapitals verwoben sind und Hand in Hand mit faschistischen Regimen kooperieren. Rojava ist auch ein Projekt, das die Staatsform aushebelt, indem es die Souveränität der frei assoziierten Individuen anstrebt. Rojava ist nicht zuletzt ein Projekt der Geschlechtergerechtigkeit in der Mitte einer patriarchalen Welt. So ein Rojava, so eine konkrete Utopie, die in sich schon Widerstand gegen Reaktion und Regression ist, soll nicht sein. Kein Wunder, dass so ein Rojava den europäischen Ländern eher gleichgültig ist. Es sind nicht nur die Waffen der Revolution von Rojava, die der Türkei Angst machen, sondern ihre Ideen. Die Ideen von einem selbstbestimmten, demokratischen Leben, abseits von Kapitalismus und Patriarchat. Diese Ideen gilt es zu verteidigen, hier und überall. In Gedanken sind wir bei den Menschen in Şengal, Mahmur und Rojava, bei den KämpferInnen der YPG und YPJ, bei den Internationalistinnen und bei den Gefallenen und ihren Angehörigen. Behwadan Jiyane und hoch die internationale Solidarität. Es lebe Rojava! Es lebe Rojava!